Für die Nominierten des Rostocker Kunstpreises wird es jetzt ernst. Am 30. November wird die begehrte Auszeichnung verliehen. Im Voraus stellen die Anwärter ihre Werke im Schaudepot der Kunsthalle Rostock aus. Am 10. November wurde diese Ausstellung eröffnet. 5 Künstlerinnen und Künstler sind für den Rostocker Kunstpreis nominiert. Das Thema: farbige und zeitgenössische Fotografie. Wir wollen mit dem Kunstpreis Künstlerinnen und Künstler, die hier geboren sind, die hier wirken, die in unserem Lande zeitweise wirken, die hier studiert haben, würdigen für die Qualität ihrer Arbeit. Wir wollen sie bekannter machen. Das ist auch eine Form der Förderung. Sie haben die Möglichkeit, in der Kunsthalle auszustellen, was für Künstler immer wichtig ist. Die Rostocker Kunsthalle hat einen ausgezeichneten Ruf und eine Ausstellung, quasi eine kleine Personalausstellung in der Kunsthalle Rostock, ist was ganz Wichtiges. Initiiert wurde der Kunstpreis 2006 von der Kulturstiftung Rostock. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Das Geld kommt von der Provinzialversicherung. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock kauft zudem von jedem nominierten Künstler ein Werk an. Wir tragen etwas dazu bei, ein Erbe anzusammeln. Wir ja auch mit unserem Ankauf für die Kunstsammlungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Wir übergeben das dann an die nächsten Generationen. Und so kann man eine Abfolge erleben der Kunstentwicklung. Und da sind wir ganz stolz. Diesen Kunstpreis haben wir präsent mit einer kleinen Auswahl, klein aber fein, in unserer Kunstsammlung. Ich mache das ja seit 10 Jahren jetzt und freue mich, dass es so einen Überblick auch gibt. Insofern ist es schön, dass dann die Ausstellung so funktioniert, und das ist natürlich immer eine große Aufregung auch, weil das ja die einzige Ausstellung ist, die ja auch einen Preis vergibt, und das ist in der bildenden Kunst natürlich eher unüblich. Man mag sich ja nicht in einen Wettbewerb geben. Eine der Nominierten ist Jacqueline Durr. Geboren wurde sie in Frankfurt-Oder und studierte unter anderem bildende Kunst und Germanistik an der Universität Greifswald. Seit 2014 lebt sie in Rostock. Ihre schrillen Selbstporträts stachen in der Ausstellung besonders hervor. Mit ihrer überspitzten Selbstinszenierung übt sie auch Kritik an sozialen Medien. Also für mich ist diese Filterfotos, eine ganze Weile fand ich es einfach nur witzig und cool, und das hat so einen schauspielerischen Aspekt gehabt, dass man sich da so in verschiedene Rollen einfindet und mit Gesichtsausdrücken arbeitet. Aber ich habe versucht, wirklich zu überlegen, wie kann ich einen künstlerischen Wert schaffen. Und dann arbeite ich gerne mal mit dem, was man eigentlich nicht erwartet. Ja, mit einem Gegenstück. Und das Gegenstück ist ja für Social Media, dass man eigentlich sich immer nach toll präsentiert und da eigentlich das Gegenteil draus macht. Ja, also diese traurige Lebensphase, die man nie versucht darzustellen. Die feierliche Verleihung des Rostocker Kunstpreises findet am 30. November statt. Bis zum 5. Januar sind die Werke der Nominierten im Schaudepot der Kunsthalle noch zu sehen. Mehr Informationen zu den Künstlerinnen und Künstlern finden Sie unter www.kunsthallerostock.de.